too close to the sun. Einer hat ein Deus Ex und Deus Ex hat es von, ach Gott, wie heißt es noch? Wie heißt diese Geschichte, Legende, Shit, ich vergesse es immer wieder. Okay, Jetpack. Oh, übrigens, hallo Odysseus. Mit Jetpack. Sieht ziemlich witzig aus, weil das Jetpack für sie doch etwas groß ist. Sie springen damit mehr so rum. Mit Bumper Jumper vielleicht doch nicht ganz so einfach zu benutzen. Also beziehungsweise ich kann, kann halt schlecht gleichzeitig schießen und scheiß Banshees gehen mir auf den Sack und werden mich jetzt sogar wahrscheinlich töten. Wenn ich nicht aufpasse. Jetzt ist die Frage, wo gehe ich lang? Hier lang? Da, komm, ich gehe mal hier lang. New Alexandria. Ja. Es gab genug Alexandrias, möchte ich eigentlich mal meinen. Damals zumindest. Zack. Oh, hier ist ein Aufzug. Können wir nicht einfach den Aufzug nehmen und verschwinden, ne? Wow! Was hat dieser Grunt angestellt mit seinem Flakgeschütz? Er hat seine ganzen Freunde getötet. Nicht nett. Nein, Walk! Ich weiß nicht, wie du mit vollen Namen hieß, aber du bist tot und das ist schlecht. Denn desto mehr von euch sterben, desto mehr konzentrieren sie. Ich will das Feuer auf mich. Und das ist schlecht. Ja, habe ich dich einmal angeschossen. Jetzt stell dich mal nicht so an, ja. Schöne Granate, danke. Ich höre ein. God damn it! Und der fällt sogar noch so cool runter. Hier ist viel zu viel los. Hier geht mal wieder der Shit ab. This is war. Hör auf, mich zu verfolgen. Du auch. Das war knapp. Das war so knapp. Ich habe eigentlich meinen Tod schon gesehen. Oh, hier wärst du sogar noch weitergegangen. Aber nun gut. Puh. So, wir haben sogar noch einen ODST. Ist das nicht cool? Wo bist du denn da hochgeflogen? Ah, er nimmt den direkten Weg, oder was? Oh, neue ODSTs, hallo. Aber gibt es bestimmt irgendwo ein Medipack. Wisst ihr vielleicht, wo eins liegt? Da, wo ihr herkommt, war ja klar. Ihr lasst einfach Ressourcen liegen, Mann. Geht ja gar nicht. Vor allem nicht den Krieg. So, diesen Häuptling will ich eigentlich jetzt mal zumindest... Ja, sehr schön. Es ist das Coole an Reach, an den Brutes in Reach, finde ich zumindest. Man kann sie relativ schön mit Headshots ausschalten. Also drei... Ja, da fallen ihnen halt nicht... Oder, ja, also zwei... Fallen ihnen halt weniger die Helme so ab, sondern... Vor allem in Halo 3. Ich habe am meisten gespielt, deswegen... Und der überschlägt sich einmal. Es ist echt verdammt. Private Owen scheint der einzige zu sein, der nicht komplett minder bemittelt ist. Weil, ich meine, die sind gerade einfach in den Tod gesprungen. Was zur Hölle? Oh Mann, oh Mann. Du bist jetzt aber nur ein Marine, ne? Ja. Schon mal gar nicht so gut. Advanced Trax Tower. Okay, dann advancen wir mal. Traxxas, was ist das für eine Firma? Heavy Industries. Aha, das ist eine... Ja, okay. Was produzieren die denn so? Würde mich mal interessieren. Blink, blink. Hm, so ein Büro hier. Ich meine, gibt bestimmt noch Schlechteres, ne? Ich finde, New Alexandria hat ein bisschen was von der Stadt aus Mirror's Edge. Einfach nur alles weiß. Bin ich jetzt doof? Muss ich denn...
hier lang. Oder hier lang. Ja? Ah ja, okay. Hat ein bisschen was von der Stadt aus Mirror's Edge tatsächlich. Oh, und hier drin bin ich tatsächlich noch nie gewesen. Gibt's hier irgendwas Cooles? Außer einen Zivilisten. Mit, was hat er da? Hat er auch eine Fliegerbrille? Nee, er hat so eine fancy andere Brille. Bestimmt ist das hier in Wahrheit Google. Und er hat Google Glasses am Start. Nehmen wir mal eine Rocket mit. Weil ich glaube, die können wir hier ganz gut brauchen. So. Wie sieht's denn hier aus? Ich hasse Schakale, ne? Ohne Spaß. Von dem kleinen Vieh finde ich inzwischen doch das nervigste, auch wenn Skirmish auch sehr nervig sind. Aber Schakale mit Schild? Einfach nervig. Aber manchmal möchte ich auch einfach gerne draufhalten, ja? Nicht noch das Schild erst wegschießen und bla. Was brauchen wir das Jetpack überhaupt noch? Da gibt es immer eine andere Arme. Wow. Roots. Das ist nicht gut. Wobei, es geht eigentlich. Gegen so Spartan. Also, ich meine, Roots ja quasi keine Schnitte, ne? Gegen einen Spartaner. So. Denn das hier ist Sparta und so. Da können 300 auch mal gegen ein ganzes persisches Heer bestehen. Spartans! What is your profession? Oder ein Heer aus. Oh Gott, da kommt ein Heer mal. Habe ja aus dem Augenwinkel schon genauestens gesehen. Marines, ihr könntet mir. Oh, wer ist denn da? Jess. Jess, nicht so weit vorrennen. Ich dachte, das wäre eine Sticky Nail. Machen wir es kurz und schmerzlos. Hier im Hafen, oder halt? Aha, interessant. Ist das hier das Hamburg von Urich, oder was? Moin, moin. Wie geht's euch? Nicht so gut, hast du ein bisschen Kopfschmerzen? So. Du mit deinem Wurzler von Wiesenhof, da bist mal ganz leid, bitte. Der Wurzler von Wiesenhof. Ja, ja. Oh, fuck! Hat natürlich auch eine Background-Story. Oh, da ist schon wieder so ein Longsword lang geflogen. Ja, stell dich nicht mal vor. Du hast nur 360. Ja, wie? 360. 360 Grad und es wird noch heißer. Nehmen wir mal den Brutzler mit. Ich meine, es ist eh heute so warm, da können wir noch mal ein bisschen Würstchen haben. So. Es ist aber echt warm heute. Also, ich war vor kurzem so auch wieder in Italien und da waren es nur so 38 Grad teilweise. Aber irgendwie kommt es mir immer wärmer vor, wenn es in Deutschland so, was weiß ich, wie warm es heute ist, 30, 32 Grad. Kommt mir das immer viel wärmer vor als da, weil irgendwie, ich weiß auch nicht. Flagrants, und du da oben, das muss ich ganz ruhig. Bisschen deinen Kopf rutzeln, ne? Ich höre ein Shade oder irgendwas. So, das kämpft da mit dem Falken. So, jetzt komm her. Es bringt tatsächlich mehr, wenn man mit dem Ding. Wow. Auf den Kopf schießt, stelle ich gerade fest. Zumindest kommt es mir gerade so vor. So. Okay. Geht's hier hoch? Ja. Klar kriegen wir das hier. Brennen dir nicht die Finger. So. Damit wird denn hier schon der Flaggenschutz. Oh, fuck. Akku alle. Shit. Kommt doch einer close, oder?
Ach, er hat das Flakgeschütz. Ja, gut. Ein Bruthäuptling. Und da ist das Schild im Hintergrund gewesen. Naja, okay, wir müssen zum Glück nicht wieder so viel nachspielen. Naja, clear that pass. Ich clear dir gleich deinen, ne? Okay, diesmal behalte ich den aber im Auge. Beziehungsweise ich glaube, ich hole den gleich einmal mit dem Rocket. Ich meine, wenn er Raketen hat, wieso sollte ich dann nicht auch? Also, Goddammit, kann ich den Grunt damit töten? Geh mir bloß aus dem Weg. Du Spasten hier. So, und jetzt nehme ich mir nämlich ihn hier. So, zack. Damit hole ich jetzt alles weg, was hier noch über so kreucht und fleucht. Weil, ich meine, es sind keine Eliten. Und wenn es keine Eliten sind, dann ist es kreuchend. Ja, so. Nehmen wir auch mal den hier, den Repartierer. Einfach um ein bisschen Waffenvielfalt heute mal drin zu haben. So. Ach, das soll ich neutralisieren. Oh, fuck. Gut, das hätten wir auch erledigt. Machen wir das mal so. So, jetzt ist die Frage, ich hätte mir natürlich das Flakgeschütz aufheben können. Dann wäre das ein wenig einfacher gewesen. Oder so. Und den letzten Grunt. Zack. So. Oh, hab aus Versehen auf Start gedrückt. Sehr nice. Dann machen wir das doch mal hier, ne? Los, Freunde, alle rein, 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 hier. Welcher ist mein Reit? Er hier? Okay,